Ja, da war heute einiges los und ist es zum Teil noch in Berlin. Jede Menge Bauernproteste, hunderte Bauernlandwirte kamen mit ihren Traktoren, haben da die Stadt teilweise lahmgelegt. Bis zu 1000 Traktoren, hier hinten sehen wir die Reihe der Traktoren und vorne ein großer Güllehaufen zum Beispiel auf der Straße des 17. Juni, Zeichen des Protestes. Ja, zu viel ist zu viel, so das Motto dieses Protestes. Und die Landwirte, die befürchten ja nun ein gigantisches Hofsterben. Der Deutsche Bauernverband, der verlangt, dass die Subventionen für Agrardiesel auf keinen Fall gekürzt werden dürfen. Ja, da hat sich dann eben auch Bauernpräsident Joachim Ruckwied geäußert heute vor dem Brandenburger Tor. Und nicht nur dazu, er hat sogar der Bundesregierung in seiner Rede gedroht. Hören wir mal rein. Das ist keine Androhung, das ist kein Wink mit dem Fähnchen, das ist eine klare Ansage. Wenn diese beiden Maßnahmen nicht gestrichen werden, und zwar ersatzlos gestrichen werden, dann kommen wir wieder, nicht nur nach Berlin, dann werden wir ab 8. Januar überall präsent sein, in einer Art und Weise, wie es das Land noch nicht erlebt hat. Wir nehmen das nicht hin! Und unsere Kollegin Dorothea Schopelius, die beobachtet das Ganze für uns am Brandenburger Tor. Also ja, eine ziemlich eindringliche Rede von Bauernpräsident Ruckwied, Dorothea. Und danach hat ja dann auch Cem Özdemir sprechen dürfen. Wie kam das denn bei den ganzen Bauern an? Nicht sonderlich gut. Cem Özdemir ist mehrfach unterbrochen worden, ausgebuht worden. Es wurde dann erinnert, dass man natürlich dem Minister auch den Respekt zollen muss und ihn reden lassen. Was er dann allerdings gesagt hat, war natürlich auch interessant. Es war so eher in dem Sinne, ich wusste ja von nichts und ich stehe da ja auch nicht so wirklich hinter. Was ja auch wieder zeigt, dass innerhalb der Ampelkoalition sich auch nicht alle einig sind. Ich wollte eigentlich einmal hier raustreten, muss man gucken, dass man nicht überfahren wird von den Traktoren, um zu zeigen, wie unglaublich viele Traktoren hier runter vorm Brandenburger Tor stehen, weil über 1000. Ich habe mit Leuten gesprochen, die sind gestern Nacht bis an die 8 Stunden gefahren, aus Bayern überall hergekommen, um hier eben zu protestieren. Und nochmal zur Erinnerung, worum geht es hier? Es geht hier um eine wirklich knallharte Steuererhöhung für die Bauern. Das sind Kosten. Wir reden hier insgesamt von Kosten, die die Regierung einsparen will, von 950 Millionen Euro. Auch interessant, der Ausbau des Kanzleramts zum Beispiel kostet 800 Millionen Euro. Also hier wird natürlich auch viel darüber geredet, dass an den falschen Orten gespart wird und an anderen Stellen dann wiederum gar nicht. Wir haben viele Plakate gesehen, auf denen stand, wenn es reicht, reicht es oder genug ist genug. Und viele reden hier über Neuwahlen, wollen eine neue Ampelkoalition und fühlen sich eben nicht gesehen. Wir müssen hier auch über Familienbetriebe zum Beispiel reden, kleinere Betriebe, für die das Ganze natürlich eine finanzielle ganz große Last ist. Also wirklich hier auch manche Leute Angst um ihre Existenz haben, die hier heute vor Ort sind. Die Angst ist groß, die Wut auch. Dankeschön, Dorothea, für den Moment ans Brandenburger Tor. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.